So, dann wollen wir mal. Also, hier kam irgendwo die Feuerbälle her. Aber bevor wir da reinlaufen, sollten wir erstmal schön hochheilen, dann ein gutes Feuerschild machen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Stärke der Anfangsrune nur die Dauer ausmacht oder auch wie viel der Zauber jetzt bringt. Aber das können wir ja testen. Also, wir haben Antifeuer 60 ohne das Schild. Jetzt machen wir das Schild mal. Und haben immer noch 60. Das ist jetzt komisch. Okay. Das heißt, ich lasse jetzt einfach die Uhr weiterlaufen und gucke, wie lange der Zauber hält. Danach nehmen wir mal den höchsten, den wir so sprechen können. Also ich denke mal den hier und machen damit das Feuerschild nochmal. Gucken, ob die Stats sich verändern und gucken, wie lange der Zauber hält. Und daran dürfte man ungefähr abschätzen können, was die Anfangsrune wirklich macht bei dem. Oh, das ging recht schnell. Das waren jetzt gerade mal 20 Sekunden. Also machen wir mit dem. Jetzt sind wir bei 1 Minute 20 Sekunden. Und er schafft den Spruch nicht. So. 1 Minute 30 Sekunden. Schafft er auch nicht. 1 Minute und 40 Sekunden. Ha, schön. Okay, das müsste jetzt hoffentlich reichen. Also laufen wir einfach mal dahin. Da ist eine Truhe und da sind diese zwei Düsen, wo wahrscheinlich die Feuerbälle rauskommen. Also ich lauf weg. Gucken wir erstmal die Kiste an. Wer hat die Kiste genommen? Ja, hier und da ist ein Schädelschlüssel drin. Also ein Skelettschlüssel steht da. Okay, der wird wohl wichtig sein. Und was machst du? Du machst den nächsten Schalter. Haha. Okay. Damit müssten wir jetzt alle Feuerbälle, die hier so rumfliegen können, deaktiviert. Denn das war der erste Umlenker, der den Feuerball dann von hier aus nach da ablenkt, nach da ablenkt und so weiter. Und ich bin gerade in einen Feuerball reingelaufen, der wahrscheinlich vor 5 Minuten abgeschossen wurde. Hoffe ich jetzt einfach mal. Irgendjemand noch verletzt? Ja, du und du auch. Da ist noch ein Heiltrank. So, also eigentlich müssten wir jetzt schon wieder Heiltränke machen, aber das spare ich mir mal. Also ja, wenn wir jetzt lange noch warten, dürften eigentlich keine Feuerbälle mehr rumfliegen. Das ist doch schon mal sehr gut. Und brauchen wir hier den Skelettschlüssel? Wäre naheliegend. Nö, passt nicht. Na gut. Gehen wir in alter Dungeon Crawler-Manier einfach mal immer rechts die Wand lang. Gucken dabei nach Schaltern und Knöpfen und allem Möglichen. Und wo geht's da lang? Oh, hier sind die ganzen toten Skelette. Also müssten wir gleich beim Eingang ankommen. Okay. In dieser Nische haben wir schon geguckt. Da war eigentlich nichts. Also können wir weiter rechts an der Wand lang. Und hier haben wir uns selbst den Weg versperrt. Oh, Skelett. Quatsch. Geist. Komm her. Gosmog, der selber ein Geist ist, hat da einen schönen Zauber für dich. So, also wir gucken nach Süden. Das heißt, wir gehen jetzt da rum und versuchen uns nach Süden zu orientieren. Oh, der Zauber ist weg. Hat aber 1,5 Minuten oder so gehalten. Also wesentlich länger als der Spruch auf der ersten Stufe. Ich habe aber nicht darauf geachtet, ob da jetzt Magieresistenz gab oder nicht. Also Feuerresistenz. Ich glaube allerdings nicht. So. Und nö. Also er wird nicht bei den Stats angezeigt. Wir gehen übrigens wieder nach Süden und müssten gleich da ankommen, wo wir vorhin nicht hinkamen. Also es wird nicht angezeigt in den Stats, aber dadurch, dass jetzt hier überall die grünen Punkte sind, nehme ich einfach mal an, dass jeder reinkommende Feuerschaden reduziert wird um einen bestimmten Wert. Den Wert wissen wir zwar nicht, aber irgendwas wird es schon sein.
testen, wie viel das jetzt ist und ob das wiederum von der Anfangsrune abhängig ist. Das könnten wir nur, indem wir uns vor den Feuerballschmeißer stellen. Aber da habe ich nicht so wirklich Lust drauf. So, wir haben da was freigeschaltet. Dafür müssen wir jetzt aber wieder außen rumlaufen. Das machen wir mal fix. Hier war hier nicht ein Durchgang. Na gut, gehen wir noch weiter außen rum. So, hier ist es aufgegangen. Zombies. Ach Quatsch, Mumien. Ja, haut ruhig, das sind alles Kriegererfahrungspunkte. Ist vollkommen okay. Wir brauchen Kriegerlevel, wir brauchen Ninja-Level. Haut rein. Wirf, schieß, schlag, hack. Werf und du würdest daneben schießen. Ach, er hat eh keine Pfeile mehr. Ja, komm, Kriegsschrei. Und die Mumie hat sich sogar umgedreht. Wie geil. Unser Priester versteckt gerade Untote. So. Wurfdingens, Wurfdingens, Wurfdingens. Noch ein Wurfdingens. Und der Stein kann er nicht da bleiben. So. Pfeile kommen alle zu Elijah. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Fackel. Oh, die nehmen wir mit für das eine Rätsel oben, wenn es denn wirklich ein Rätsel ist. Da hatten wir eine Fackelhalterung, wo keine Fackel drin war. So, hier haben wir eine Kupfermünze. Wir sollten mal alle Münzen zu einem Charakter packen, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Der hat also quasi die Geldbörse von unserer Gruppe. In Dungeon Master 2 gibt es wirklich eine Geldbörse. Das finde ich ganz cool gemacht. Aber das werden wir ja in ein paar Monaten vielleicht sehen können, wenn ich denn hiermit durch bin, mit dem Addon durch bin und dann mit dem zweiten Teil anfangen. So, was haben wir hier stehen? Bestimmt den Zauber, wie man Geister tötet. Hm? Uffala, was ist das denn? Tränke, um die Skills zu erhöhen. Full Broku, Onbrokos. Und jede Menge Zeichen unten drunter, wahrscheinlich um das Zauberbuch ganz aufzufüllen. Ist das das? Ja. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, welche Rune was war. Also ich glaube, Fool war das N. Vergleichen wir mit den anderen Zaubersprüchen. Fulbro Neta. Also Fulbro ist... Also Fool ist N, Bro ist das Yin-Yang. Fulbro Q ist ein Trank. Das testen wir mal ganz kurz. Also, Fulbro... okay, wir sollten erstmal freischalten. Klick. Ah, das Schwert haben wir schon mal gesehen bei dem Trank. Also, Fulbro, bist du Kuto? Brauchst du eine Flasche in der Hand? Ja, das macht Sinn. Und ja, das war Fulbro Kuto. Und er hat... Ist die Frage, ob das wirklich Skills sind oder Stats? Hier steht, um die Skills zu erhöhen. Also wäre das dann Noviz, Journey, Craft, Artisan? No. Nee, es erhöht die Stats. Stärke plus 10 mal eben. Das ist doch ordentlich. Vor allem, wenn wir wieder so ein Rätsel haben, wo wir jetzt aber unsere Stärke testen müssen, mit dem Steine werfen. Das ist ja auch nur ein paar Folgen her. Also ja, die Schriftrolle sollten wir auf jeden Fall behalten. Es dürfte zwar eine Weile dauern, bis wir rausfinden, welcher jetzt was ist, aber ja. Oh, welcher Stat wird da am wichtigsten? Ich denke mal Vitalität. Wenn es denn auch die Lebenspunkte erhöht. Das sollten wir vielleicht sofort rausfinden. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das die Stats sind von oben nach unten. Also erst Stärke, dann... Geschicklichkeit, dann Weisheit, dann Vitalität. Das heißt, der unterste Spruch wäre der Vitalitätstrank. Ja, Bro, Neta. Bro ist auf jeden Fall wieder das Yin-Yang. Was ist Ja? Haben wir irgendwo ein Ja? Nein. Nein. Und die restlichen Schriftrollen haben wir weggeschmissen, ne? Ärgerlich. Also, Kraftrune... Irgendwas. Außer das da. Nehmen wir mal das da. Dann
Pro, das ist das Yin-Yang. Und dann ein Neter. Es muss eins von den Symbolen unten sein. Haben wir Neter irgendwo stehen? Ja, Neter. Neter ist das Flugzeug. Also, Stärke-Rune, irgendwas, Bro, Neter. Das scheint das Richtige zu sein. Also, Vitalität 51. Hallo? Vitalität 62. Die Lebenspunkte haben sich aber anscheinend nicht verändert. 158 hatte er auch schon vorher. Schlafen einfach ein bisschen und gucken mal, ob das jetzt zurückgegangen ist. 158. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Das ist von 61 auf 60 runtergesprungen. Kann man die stacken? Warte mal. Das Flugzeug. Hallo? Da 73. Man kann die stacken. Okay, also könnten wir jetzt theoretisch jeden Charakter voll pumpen mit. Oh, und ein Priester-Level. Hallo? Jetzt hat er schon mal 86 Vitalität. Aber was bringt uns das? Also, Vitalität bringt uns jetzt keine Lebenspunkte. Die Lebenspunkte, die wir jetzt mehr bekommen haben, ist nur durch das Priester-Level. Aber irgendwas muss Vitalität ja doch noch verursachen. Kriegen wir vielleicht weniger Schaden? Das könnte man alles testen, aber. Na gut. Das soll erstmal reichen fürs Erste. Wir haben jede Menge neues Spielzeug gefunden, was das Spiel hoffentlich ein bisschen einfacher macht. Nur schade, dass wir die Lebenspunkte halt nicht erhöhen können. Aber man kann nicht alles haben. So, waren wir hier fertig? Keine Schalter, kein Nix. Nö, hier ist nichts mehr. Also, wir wollten dahinter weitermachen. Wir hatten ja durch Zufall hier an der Wand den Schalter gefunden, um hier den Secret aufzumachen. Aber wir haben da noch nicht zu Ende geguckt. Also gehen wir wieder hier lang. Machen wieder einen Schwenker nach Süden. Kommen wieder hier hin. Und da ist der Knopf, den ich eben gerade erwähnt habe. So, hier haben wir einen Dreher. Keinen Schalter an der Wand. Also weiter mit der Wand zu unserer Rechten alles hier erforschen. Wieder ein Dreher. Ist in dem Dreher irgendwo. Ah, da ist ein Schalter. Und hier geht was auf. Schöne Sache. Ist nur die Frage, ob das jetzt zurück zu dem großen Hauptraum führt oder. Nee. Das ist wirklich ein abgeschlossener Bereich. Schauen wir mal, was hier so rumliegt. Weil meistens bekommt man ja irgendwas, wenn man so ein Secret findet. Auch wenn so ein einfacher Schalter an der Wand nicht unbedingt ein Secret ist, aber na gut. War das ein Dreher? Wir gehen nach Westen. Westen, Westen, Westen. Da war gerade ein Gesicht an der Wand. Da ist wieder ein Gesicht an der Wand. Okay. Wir schmeißen mal Ninja-Sterne. Kriegen wir bestimmt gleich hinten einer von den beiden ab. Nö, liegt hinter uns ein Stein? Au. Also er fliegt sehr weit, bevor er verschwindet. Machen wir es anders. Wir nehmen Stein und legen ihn immer vor uns. Ist noch da. Ist noch da. Ist noch da. Da vorne kommt das Gesicht. Ist noch da. Ist noch da. Immer noch da. Immer noch da. Da ist eine Druckplatte. Ist weg. Da ist warum auch immer eine Wand aufgegangen. Wer steht links? Er. Feuerball. Kaputt. So, also hier geht es nicht weiter. Das heißt, wir legen jetzt das Schwert mal hier auf den Boden als Warnung. Und die Druckplatte ist halt auch eine Warnung. Secret Area. End of the Road. Das ist jetzt also mal ein richtiges, wichtiges Secret. Mit ganz vielen Mumien. Super Gelegenheit, unsere Krieger-Level und Ninja-Level zu trainieren. Und einfach mal ein paar Feuerbälle zu schmeißen. Ja, das war kein Feuerball. Wusch. 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 Die halten richtig viel aus dafür, dass es Mumien sind, die aus Bandagen bestehen. Aber ja, die
Feuer sind mir wesentlich lieber als irgendwelche blitzeschmeißenden Augen oder, was haben wir noch, unzerstörbare Geister außer einem Zauberspruch, den wir eigentlich noch gar nicht kennen könnten. Auch wenn die irgendwie ganz schön viel aushalten. Und Zed ganz schön einen auf den Deckel bekommt. Wie jeder stirbt jetzt. Wir haben... Ah, da sind noch Tränke. So. Hau zu, hau zu. Das benutzen wir wieder als Markierung. Da nicht weitergehen. So, dann gucken wir noch mal, was in diesem Secret denn so secret-mäßig rumliegt. Das wird alles eingesackt. So. Wieder ein recht großer Raum. Okay, es mussten noch jede Menge Gegner reinpassen. Hm? So, da kamen wir rein. Da haben wir eine Druckplatte. Da haben wir eine Tür, die man ganz einfach öffnen kann. Wozu ist denn die Druckplatte da? Die Druckplatte hat anscheinend nichts geöffnet. Hat die irgendwo einen Schalter aktiviert? Nö. Was? Schlafen wir erstmal. Nur so für den Fall. Was ist ein komisches Secret? Eigentlich bin ich das gewöhnt, wenn man in so eine Secret Area reinkommt, dass denn man gleich irgendeinen Gegenstand sieht. Aber jetzt sind wir reingestolpert und müssen gleich noch ein Rätsel lösen. Das ist irgendwie komisch. So, Antigeist, Antigeist und gucken wir mal. Kein Blitzstrahl, der uns entgegenfliegt. Und wir gehen nach Osten. Noch ein Raum. Oh, was haben wir hier? Ein Delta. Das ist bestimmt besser als unser jetziges Schwert. Und wir haben Thrust als neue Attacke. Oh, und was haben wir hier? Ein Juwel Symal. 100, also nehmen wir 2 am Ende, 3 und 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Das verändert die Farbe von Blau zu Rot, aber es verändert keine von den Stats. Wie schaut es hier aus? Gucken wir die rechten Stats an. 6, 2, 2, 1, 2, 1. 6, 2, 2, 1, 2, 1. 6, 2, 2, 1, 7, 1. Okay, also mit Amulett hat man 77 Antimagie. Ohne Amulett 62. Schöne Sache. Das Amulett macht 15 Antimagie. Das bekommt Zed. Das darf er behalten. Er bekommt das Leuchtedingens, weil Zed braucht unbedingt Antimagie und Antifeuer und alles Anti. Weil er stirbt von unseren Helden am schnellsten. Jo, sehr schön. Das war auf jeden Fall ein sehr praktisches Secret. Einmal ein schönes neues Schwert und ein Antimagie-Amulett. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo ein Secret im Secret im Secret ist. Aber das wäre zu wohl zu viel. Oh. Hihihihi. Secret im Secret im Secret. Und eine Fool-Bombe. Das sind Feuerbälle quasi. Aber Einweg-Feuerbälle. Und man muss eine Glasflasche opfern, um sie herzustellen. Wir wissen zwar noch nicht wie und ich kann mich auch nicht erinnern, wie der Spruch geht. Aber es geht irgendwie. Aber das werde ich noch lange Zeit nicht machen. Erst wenn wir irgendwie so 20 Glasflaschen überhaben oder so, dann würde ich drüber nachdenken, sowas zu machen. So, hier werden wir zurückteleportiert. Das heißt, da geht's normal zurück. Laufen wir einfach kurz. Oh, man kann nicht zurücklaufen. Was ist das denn? Ah doch, hier geht's zurück. Stein kommt mit. Und ich bin schon weit über unseren 15 Minuten. Ich will nur kurz zu einer Stelle zurückgehen, wo ich es mir später auch merken kann. Ah gut, also hier geht es wieder in den Hauptraum, wo wir weiter dann rechts an der Wand lang gehen wollen. So, abspeichern. Das war doch mal eine produktive Folge. 24 und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne.